Ihr hattet mich gefragt, wie heiß der Akku beim Schnellladen der DJI Mini 3 Pro werden kann. Also machen wir das heute mal und messen während des Ladens die Temperatur des Akkus, um wirklich genau zu wissen, wie warm es um diesen Akku wird und natürlich auch in der Drohne. Weiterhin testen wir die Reichweite und Flugdauer eines Akkus der DJI und die Betriebsdauer des Controllers. Wie viele Flüge kann ich mit ihm machen, ohne neu laden zu müssen? Alles das jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und los geht's mit dem Schnellladen des Akkus. Ob ihr schnell oder langsam ladet, das verrät euch die LED-Anzeige am Akku der Drohne bzw. am Ladecase im Fly More Kit. Bei langsamem Laden, da leuchten die LEDs auch langsam und beim schnellen Laden, da sind die LEDs deutlich schneller am Blinken. Die Fakten zum Akku. Ein Akku der DJI Mini 3 Pro hat eine Kapazität von 2453 mAh, ein Gewicht von 80,5 Gramm und ist mit maximal 37 Watt zum Schnellladen geeignet. DJI gibt eine Ladezeit von ca. 64 Minuten an, bei einer Ladetemperatur zwischen 5 und 40 Grad Celsius. Ich habe mir zum Aufladen mein 140 Watt Schnellladegerät von meinem MacBook Pro genommen und dazu ein normales USB-C-Kabel und los ging's mit dem Schnellladen. Ich muss dazu sagen, dass meine Restkapazität vom Akku ca. 15% war, da die Drohne immer bei diesem Wert automatisch die Landung einleitet. Also ist das ein realitätsnaher Test, denn bei euch wird es ähnlich sein. Von 15% auf 100% in Minuten. Und wie man sieht, ist die normale Umgebungstemperatur hier zwischen 25 und 27 Grad. Die Drohne beginnt zu laden und nach etwa 7 Minuten ist alles im normalen Bereich der Drohne und sie erreicht Ladetemperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Nach etwa 20 Minuten erreichen dann die Ladetemperaturen etwa 38 bis 42 Grad Celsius. Wiederum nach etwa 30 Minuten steigt dann die Temperatur deutlich an. Die Ladetemperatur liegt jetzt zwischen 30 und 40 Grad. Erstaunlich ist, dass der Wert hier in meinem Test nicht weiter steigt, denn die Ladetemperatur liegt immer durchschnittlich zwischen 30 und 40 Grad am Objekt. Nach etwa 47 Minuten ist der Akku der DJI Mini 3 dann komplett aufgeladen und die Drohne ist jetzt auch nicht mehr so warm. Temperaturen aktuell am Gehäuse zwischen 30 und 35 Grad. Fazit: Wenn man mit der Hand die Mini 3 beim Schnellladen berührt, dann denkt man hier, dass es wirklich sehr warm ist. Mit Temperaturspitzen von bis zu 45 Grad bei mir, dann kommt es natürlich auch einzeln vor, dass man das als sehr heiß einschätzt. Aber im gesamten Ladevorgang finde ich die Temperaturwerte wirklich noch akzeptabel und im grünen Bereich. Wer den Akku der Drohne besonders schützen möchte, der kann natürlich während des Ladens noch etwas kühlen. Das geht mit kleineren Ventilatoren oder man stellt sie einfach etwas luftdurchlässiger auf. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zur Reichweite des Akkus und hier gibt DJI ca. 34 Minuten an, was natürlich etwas übertrieben ist, aber schauen wir mal genauer hin. In meinem Test musste die Drohne etwa 80 Höhenmeter überwinden. Weiterhin habe ich mich über ca. 10 Minuten tracken lassen und sie flog weitere 10 Minuten abwechselnd, mal im Cinematic Mode und mal im Sport Mode über das Mondfeld. Wie schon vorhin gesagt, landet die Drohne bei ca. 15% Restakkukapazität. Und das müssen wir auch nochmal von der normalen Flugzeit abrechnen. Also unter diesen Voraussetzungen gibt es hier bei mir maximale Flugzeiten zwischen 25 und maximal 30 Minuten. Das kann ich bestätigen und das ist für diesen Akku natürlich völlig ausreichend. Es empfiehlt sich natürlich dann das Fly More Paket mit zwei weiteren Akkus und der Ladestation oder man besorgt sich einen Ersatzakku zum Preis von 69 Euro im Handel. Wer für seine DJI Mini 3 Pro Zubehör benötigen sollte, der findet hier in der Videobeschreibung über 30 neue Produkte zum Anschauen und Kaufen. Auch beim RC-Controller war es mir persönlich mal wichtig, die Laufleistung zu ermitteln, denn bei einer Betriebstemperatur von minus 10 Grad bis plus 40 Grad gibt DJI eine Laufzeit von ca. 4 Stunden an. Durchgängig wird diese Zeit natürlich selten erreicht, denn man fliegt die Drohne ja nicht 4 Stunden komplett durch. Man schaltet den Controller wieder aus und beim nächsten Flug schaltet man den Controller wieder an. Aber ich kann sagen, mit diesem Prinzip, also so 30 Minuten Flug und das an mehreren Tagen bei ca. 8 Einsätzen, die konnte ich fliegen.
Das entspricht ungefähr der 4 Stunden von DJI. Anders sieht es natürlich aus, wenn du viel mit dem Controller aufzeichnest über die SD-Karte, dann begrenzt sich die Laufzeit so auf 6 mal 30 Minuten Flugzeit, also eine Stunde weniger. Dann haben wir ca. 3 Stunden noch übrig. Und um den RC-Controller komplett wieder aufzuladen, benötigt man ebenfalls eine gute Stunde, bis er bei 100% vollständig aufgeladen ist. Alles in allem ist das für mich von den Werten akzeptabel und wirklich ausreichend. Und was sagt ihr dazu? Schreibt das hier gern in meine Kommentare direkt unter dem Video. Gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Ich sage vielen Dank dafür. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.